Im Folgenden möchte ich zeigen, wie man mit Hilfe einer Array-Sprache, in diesem Fall der Sprache 5, ein Apfelmännchen berechnet und darstellt. Das Besondere hieran ist die Tatsache, dass eine solche Berechnung ohne jegliche explizite Schleifen möglich ist. Als Apfelmännchen wird umgangssprachlich, bedingt durch ihre Gestalt, die nach dem kürzlich verstorbenen Mathematiker Benoit Mandelbrot benannte Menge bezeichnet. Diese Mandelbrot-Menge ist die Menge aller komplexen Zahlen c, für welche die Folge zn plus 1 ist gleich zn Quadrat plus c mit dem Startwert z0 nicht divergiert. Für die Erzeugung einer grafischen Repräsentation wird meist der Grad der Divergenz dieser Folge, der sich nach einer zuvor festgelegten Anzahl von Iterationsschritten ergibt, zur Auswahl einer Darstellungsfarbe herangezogen. Zunächst muss also eine Matrix aus komplexen Zahlen generiert werden. Hierfür wird ein binäres Wort D2C, kurz für Duple-to-Complex, definiert, das auf seinem lokalen Stack zwei Werte erwartet, aus diesen mit 2 Kompress einen zweielementigen Vektor erzeugt und diesen mit Quote C Dress als komplexe Zahl markiert und zurückliefert. Ein kleiner Test mit den Werten 1 und 2 auf dem Stack zeigt, dass D2C wie erwartet funktioniert. Eine Matrix aus komplexen Zahlen lässt sich nun mit Hilfe dieses binären Operators leicht unter Zuhilfenahme der Funktion Outer konstruieren, wie folgendes Beispiel zeigt. Zunächst werden zwei Vektoren erzeugt. Aus diesen beiden Vektoren wird nun mit Hilfe von D2C eine Art äußeres Produkt erzeugt, was die gewünschte Matrix liefert. Der nächste Schritt ist die Implementation der rekursiven Folge. Als Beispiel wird der Punkt 1,1 der komplexen Zahlenebene herangezogen. Der Startwert z0 ist, wie bereits zuvor erwähnt, gleich 0. Ein einzelner Iterationsschritt kann nun durch die Befehlsfolge dup Stern over plus vollzogen werden, wobei dup eine Kopie des Elementes, das sich auf dem Stack zu oberst befindet, erzeugt, um im Anschluss hieran durch eine Multiplikation des Wertes mit sich selbst das Quadrat zu berechnen. Man beachte, dass die Grundrechenarten in 5 bereits entsprechend überladen sind, um mit komplexen Zahlen arbeiten zu können. Das Resultat dieses ersten Iterationsschrittes ist, wie erwartet, die komplexe Zahl 1,1. Ein weiterer Schritt liefert die komplexe Zahl 1,3. Der nächste Schritt liefert bereits -7,7, gefolgt von 1, -97 und so fort. Offensichtlich kann also eine Folge von Iterationsschritten ganz ohne explizite Schleife durchgeführt werden, indem ein Array aus Befehlsfolgen der Form dup Stern over plus gebildet wird. Eigentlich handelt es sich hierbei um Loop Unrolling. Dies geschieht mit Hilfe der Funktion Reshape. Diese Funktionalität kann nun in Form eines unären Operators namens Iterate zusammengefasst werden, der auf komplexen Zahlen operiert. Die Anzahl der Elemente des Instruktionsarrays wird mit Hilfe einer noch zu definierenden Variable namens Steps bestimmt. Setzt man Steps auf 4, ergibt sich für den Punkt 1,1 der komplexen Zahlenebene wie erwartet das Resultat 1-97. Der Iterationsoperator funktioniert also wie erwartet. Um nun den Grad der Divergenz dieser Folge zu bestimmen, wird der Absolutbetrag des Iterationsresultats verwendet. Auch der Ups-Operator ist bereits entsprechend überladen, um mit komplexen Zahlen arbeiten zu können. Da das Programm lediglich eine einfache ASCII-Grafik erzeugen soll, muss der Betrag in eine ganze Zahl umgewandelt und nach oben beschränkt werden. Als obere Grenze wird hier, etwas willkürlich, 5 gewählt. Nachdem der Iterate-Operator auf die Matrix aus komplexen Zahlen angewandt wurde, bestehen deren Elemente nach Berechnung des Betrages, Umwandlung in ganze Zahlen und Einführung der oberen Schranke 5 aus Werten zwischen 0 und 5 einschließlich, die für die Ausgabe in entsprechende Zeichen umgewandelt werden müssen. Die Grundidee hierbei ist einfach. Ein jeder Wert wird als Index eines Arrays aus 6 verschiedenen Zeichen verwendet. Dieses Array lässt sich mit Hilfe von Split einfach aus einem String ableiten. Wählt man nun beispielhaft die Elemente 3, 1, 4, 1 und 5 dieses Arrays aus, ergibt sich folgender Ergebnisvektor, was die Grundlage für den zu definierenden Ausgabeoperator bildet. Auf dieser Basis kann nun ein entsprechendes 5-Programm geschrieben werden. Zunächst werden die Operatoren D2C und Iterate definiert. Im Anschluss hieran wird die Variable Steps auf 10 gesetzt und es wird eine Matrix aus komplexen Zahlen mithilfe von D2C als Operator eines äußeren Produktes generiert, auf welche der Operator Iterate angewandt wird. Die Ausgabe erfolgt mit Hilfe eines unären Operators PrintLine, der zunächst, wie bereits gezeigt, ein sechselementiges Array aus unterschiedlichen ASCII-Zeichen aufbaut, aus welchem dann das entsprechende Element ausgewählt wird. Die Idee ist, PrintLine zeilenweise auf die Matrix anzuwenden, sodass sich nach Subscript ein Vektor ergibt, der jedem ganzzahligen Wert der ursprünglichen Zeile der Matrix ein entsprechendes Zeichen zuordnet. Dieser Vektor wird mit Hilfe eines leeren Strings und Join in einen einzigen zusammenhängenden String konvertiert, der mit Punkt ausgegeben wird. Nach jeder Zeile wird explizit ein Zeilenumbruch erzeugt. Nun fehlen lediglich noch die Berechnung des Betrages, die Reduktion auf ganzzahlige Werte sowie die Beschränkung auf den Maximalwert 5, bevor der Operator Print-Element zeilenweise mit Hilfe von Apply auf die Matrix angewandt werden kann. Nun kann das Programm gestartet werden und voilà, nach etwas Zeitraffer wurde, wie geplant, ein Apfelmännchen erzeugt. Wer mehr über die Sprache 5 erfahren möchte, findet weiterführende Informationen sowie das jeweils aktuelle Installationskit auf der Seite http://lang5.sourceforge.net.